Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich habe das wohl toxischste so rum und hässlichste Outfit. Es gibt noch ein hässlicheres Outfit mit Lydia. Aber das hier ist schon ziemlich übel. Das habe ich mal angezogen. Und ich habe ein Offering gedroppt, dass wir auf diese Map kommen. Also, dass wir auf die Farm kommen. Denn ich wollte euch gern nochmal eine Farm-Map zeigen. Ich gehe von aus, ihr habt sie schon zur Genüge gesehen. Aber hier bei mir habt ihr sie definitiv noch nicht gesehen. Gut, hier sind wir los. Jetzt machen wir uns mal hier an die Arbeit. Das ist nämlich übrigens die Zeppelin-Map. Ja, also ich weiß, eigentlich ist das, glaube ich, ein Silo. Bei mir ist es ein Zeppelin und es bleibt ein Zeppelin. Mit Fang haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, würde ich sagen. Deswegen wird Zeit. Und es wäre cool, wenn jetzt bald mal ein Gen angeht. Ich hätte auch ein bisschen Zeit in der Runde schon vergangen. Ich war selbst nicht so produktiv, ich weiß. Aber vielleicht waren es meine Mates. Und ich befürchte, sie jagt gerade die Knödi. Weil warum lässt sie Yui liegen? Ja. Ich mache jetzt hier den Gen an. Wir müssen irgendwie ein Druckmittel bekommen. What? Die liegen auf dem Haufen. Warum ist sie denn dort nicht weggerannt? Hinterlasse keine Kratzspuren. Ist gerade nicht so von Nützen, weil hier eh niemand. Oh, das ist schon cooler. Wow. Wieso hat der so getroffen? Die hat voll über mich drüber geworfen. Sie verliert einen immer, wenn man durch Fenster springt. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe nicht, dass gleich wieder jemand fällt. Geline triggert ja jetzt immer. Das hatte ich ja auch bevor ich den Patch selber gespielt habe, in den letzten Videos ja schon gesagt, dass Geline Zeit jetzt unter anderem immer triggert. Du musst am Haken, wenn du quasi kämpfen musst, Skillchecks treffen, damit du nicht stirbst. Ich habe das gestern mit der Susi getestet. Du darfst einen Skillcheck verkacken. Wenn du den zweiten Skillcheck verkackst, bist du tot. Also, ja. Dieses mit dem Skillcheck am Haken anstatt des Taste-Spam verhindert halt, dass Leute sich sofort sterben lassen am Haken. Allerdings hat man auch Pech. Wenn du mit einem Mate noch alleine bist, du weißt, wo die Luke ist und der andere wird aufgehangen. Es dauert halt eine Weile, bis er tot ist. Und in der Zeit kann der Killer halt auch locker zu dir kommen. Und du kriegst die Luke halt erst recht nicht mehr. Der Killer hat ja eh immer schon Vorrecht an der Luke. Das heißt, wenn Killer und
Survivor auf der Luke stehen, hat immer der Killer das Vorrecht und kann die Luke schließen. Dadurch, dass wenn du jetzt geschlagen wirst, du immer noch so fliegst, das war ja früher nicht, fliegst du jetzt teilweise von der Luke runter, wenn er in deiner Nähe ist. Also wenn du auf der Luke stehst und er dich schlägt. Und jetzt durch diese Verzögerung beim Sterben lassen, ist halt nochmal schwerer. Ja. Ja, wow. Deren Ernst, die jagen sich an der Scheck. Dann... Vielleicht kann Yui gehen, ich habe keine geliehene Zeit. Okay, sie wurde gerettet. Der Werkzeugkoffer, warum sagt ihr das nicht? Du bist doch hier schneller. Okay, ich befürchte, die ganzen Gents sind jetzt rund um die Scheck. Ah, hier im Zeppelin. Achso, im Zeppelin? Dort im Jungle Gym. Ich bin noch gerade an denen vorbeigelaufen. Ich bin auch doof. Und einer ist, glaube ich, in der Shack. Bei der Shack. Noch sieht es gar nicht so schlecht aus, die Runde. Ich hoffe nicht, dass sie eiserne Jungfrau dabei hat. Kommt hierher. Jetzt rennen die hier hoch. Guck ich, dass ich retten gehe. Oh, hier ist der Jen, der dritte. Oha, die sind dort hinten alle weg. Wow, habt ihr den Hit gesehen? Naja, gut. Ich glaube, sie liegt gleich. Ich hing noch nicht, von daher ist es alles gut. Wenn die es hinbekommen, sich jetzt hoch zu heilen, dass sie nicht die ganze Zeit hier verletzt rumlaufen, ist es okay. Wahrscheinlich gleich wieder verletzt. Jetzt sind halt die Generatoren alle da so in einer Linie. Der Geline. Der hat nicht mal getriggert. Wow, wie hat... das war knapp. Hilfe, sie tunnelt. Wow. Naja, vielleicht machen die da hinten den... Sie haben reingeschissen. So sah es zumindest aus. Warum tunnelt die mich jetzt? Gemein. Und was ist Klödis Plan? Mich wieder abfarmen und mich opfern? Wow.
hier bin ich halt voll am Arsch, wenn sie mich findet. Kann ich nicht weglaufen. Ich habe übrigens das Gefühl, dass diese Sterbeanimation schneller geht. Okay, hat sie jetzt aufgemacht? Stimmt der Ausgang dort auf, oder? Kein Nöt. Wo waren die Ausgänge? Scheiße. Ich hätte auch die Luke genommen. So ist nicht. Wenn das jetzt der falsche Ausgang gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschafft hätte. Von der Zeit alleine. Gut, dass ich nicht hinter in die andere Richtung gelaufen bin. Ja, ich habe niemanden geheilt, die Runde. Das war schlecht. Schreiben wieder alle GG? Was ist denn hier los? Sind die mit dem Patch heute... alle hier nett geworden, oder was? Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und, wir sind rausgekommen. Meine Haare! Hallo, ich habe sie im Wind verloren. Das war, glaube ich, bloß eine Perücke. Aber der Claudette geht's genauso. wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich sitze gerade hier und winke. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis bald.